Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal den Mathe-Obby. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, wir spielen den Plus, Minus, Mal, Geteilt Mathe-Obby und ich bin sehr gespannt darauf, ob wir alle Fragen richtig beantworten können, Leute. Ob wir den Mathe-Obby in Roblox absolvieren können und falls du auch gespannt bist, hast du auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Ja Leute, hier sehen wir Plus, Minus, Mal und Geteilt und hier sehen wir noch den ultimativen Mathe-Obby. Wir schauen, ob wir alles in diesem Video hinkriegen. Gehen wir zuerst in Plus rein, Leute, laufen wir zum Plus und ich würde sagen, Leute, weiter geht's nach dem Intro. Leute, die erste Frage ist 2 plus 2, das sind 4, das wissen wir doch alle Leute, das ist ein Kinderspiel. 7 plus 4 sind 11, Leute, ich laufe einfach straight durch, Leute. Nach jeder Frage kommt natürlich noch ein bisschen Obby, Leute, das machen wir natürlich auch. Und 6 plus 3 sind 9, ich versuche das einfach mal alles ohne anzuhalten, Leute. Ich probiere das Ganze einfach mal ohne anzuhalten und 8 plus 5 sind 13. Genau, Leute. Und wir laufen hier weiter und weiter und weiter und weiter. Und Leute, 9 plus 7 sind 16. Das sind alles meistens, ich sag mal, einfache Fragen. Aber manchmal sind einfache Fragen auch ein bisschen schwerer. Und 13 plus 5 sind, das müssten 18 sein, Leute. Das müssten 18 sein und es sind auch 18. Perfekt, 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 Leute. Was ist die nächste Frage? 12 plus 11, da sind 23 natürlich. Da sehe ich schon, Leute, 16 plus 14 sind natürlich 30, Leute. Das sind natürlich 30 und 19 plus 15, das sind 34, Leute. Nicht 24, sondern 34. Hier sind ganz viele Plusse, wo wir drauf springen können und das machen wir. Wie sind wir denn jetzt hier gestorben, Leute? Wie sind wir denn jetzt gestorben? Wir sind noch aufs Plus draufgesprungen, oder nicht, Leute? Ich will ein Flashback. Ich will ein Flashback, Leute. Doch, wir sind noch draufgelandet. 21 plus 21, Leute. Da sind 42. Easy, Leute. Und yo, wir haben den Plus-Obby abgeschlossen. Damit geht's dann weiter in den Minus-Obby. Und am Ende, Leute, machen wir den ultimativen Mathe-Obby. Ich bin da mal sehr gespannt drauf. Und Leute, los geht's mit Minus. Das hier sind 2 und Leute, in Minus bin ich ein bisschen schlechter als im Plus. Natürlich, Leute. Irgendwie ist jeder besser im Plus als im Minus. Ist ja, macht ja auch irgendwie Sinn, Leute. Das hier sind allerdings 4. Das ist keine Probleme, Leute. Kein Problem. Hier springen wir weiter lang. Und 14 minus 6 sind 8, Leute. Ja, exakt. Das sind 8. Und hier laufen wir weiter über den Math. Oh, Leute, über den Mathematik. Oh, ups. Über den Obby der Mathematik, Leute. Über den Obby der Mathematik. Und hier sind wir aus Versehen runtergeflogen, Leute. Wie konnte das denn nur passieren? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind das hier, warte mal, 17 minus 11? Achso, das sind 6. Ja, Leute, keine Frage. Das sind definitiv 6. Das sind definitiv 6, Leute. Und was ist die nächste Frage? 23 minus 18 müssten 5 sein. Easy peasy, Leute. Hier können wir uns langsliden. Ja, Leute, und das ist eine 15. Easy peasy. Easy peasy, Leute. Plus und Minus sind ja noch recht einfach, Leute. Aber bei Mal und Geteilt, könnte schon schwieriger werden. Und das hier müssten 23 sein. Leute, ich habe es jetzt alles richtig erraten. Ich habe es jetzt alles richtig erraten. Also, ich bin auf jeden Fall Mathe-Profi, Leute. Ich bin auf jeden Fall Mathe-Profi. Und 52, das müssten hier, Leute, das müssten 39 sein. Easy. Und springen wir weiter, 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 weiter. Boom. Und Leute, hier, 44, Leute, sind das. 44 sind das. Perfekt, perfekt. Und Sprung, und Sprung, und Sprung, und Sprung, und Sprung. Und das hier sind die 54. Und wir haben den Minus-Obby geschafft, Leute. Und jetzt kommt, Leute, der Multiplikations-Obby. Oh, oh. Oh, Leute, wobei Multiplikation noch einfacher ist als Division. Aber ich bin auf jeden Fall sehr auf den Math-Obby gespannt, Leute, auf den Math-Obby, auf den Mathe-Obby, Ultimate-Obby, den wir in diesem Video auf jeden Fall noch machen werden. Für die Multiplikation und 2 mal 1 sind 2, das weiß doch jeder, Leute, weil alles, was man mit 1 multipliziert, ist sich selber. Und 3 mal 2 ist 3 plus 3 und das Ganze sind 6, Leute, absolut kein Problem. Und, yo, was haben wir hier? Wir können hier irgendwie höher springen oder so, sehr, 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 sehr lustig. Und 4 mal 3, Leute, das sind
Seite 12. Das sind 12. Das habe ich auch locker, easy, locker, locker, flockig. Und das nächste ist 5x5, Leute. Das ist auch easy, Leute. Das sind natürlich 10. Spaß. 25 natürlich, Leute. 25 natürlich. Und ja, man wird irgendwie in einem Obby. Ups. Man wird irgendwie in einem Obby, Leute. Wird man irgendwie schneller, oder? Doch, man wird hier definitiv schneller, Leute. Man wird hier definitiv schneller. Und das Ganze machen wir doch mit Leichtigkeit. Und 6x5 sind, das sind 30. Ja, Leute, das sind 30, weil 5x5 sind 25, wie wir eben gelernt haben. Und nochmal eine 5 dazu sind 30. Und 7x7 sind feiner Sand, aber auch 49, Leute. Aber wenn man 7x7 siebt, dann siebt man die 7. Und ja, Leute, so, boom, boom, boom. Und die Orbis ist ja nicht die schwerste, Leute. Und 9x, ich hänge hier langsam fest. Aber Leute, 9x8 ist auch kein Problem. Und zwar sind das Ganze, Leute, das Ganze sind 27. Nein, ich meine 72. Ups, ich meine 72, Leute. Ich meine 72. Auch nicht, warum die da als Antwortmöglichkeit einfach 17 hinschreiben. Ich meine, wer wird denn bei 9x8 auf 17 tippen? Also 64 sind 8x8, aber das hier sind 27. Ach, Leute, ich sag das immer falsch rum. Oh mein Gott, ich meine 72. Ja, jedenfalls springen wir hier und springen wir hier, Leute. Und 11x3 sind 33, Leute. Das sind 33. Boom und boom und boom und zack. Und Leute, 7x3 sind 21. Ja, Leute, das weiß ich auch. Und hier sind wir easy durch. Und jo, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Zack, zack, zack. Zack und zack und zack und zack. Runter hier und hoch hier und boom und zack und nein, Leute, 10x5. Leute, Also mal 10 Rechnungen sind doch mit dir einfach, Leute. Das sind natürlich 50. Ja, Leute, und yo, wir haben es geschafft, Leute. Und der vorletzte Obby, der Divisions-Obby. Ich bin mega gehypt auf die, Leute. Wir gehen jetzt hier rein, weil da bin ich definitiv am schlechtesten, Leute. Und danach gehen wir in den ultimativen Mathe-Obby. 8 geteilt durch 2, das heißt, die Hälfte, das sind 4. Das ist auch kein Problem. Und, oh, ich sehe schon, Leute, der Obby wird schon schwieriger. Der Obby wird jetzt schon schwieriger. Aber er ist auf jeden Fall noch machbar, Leute. Er ist auf jeden Fall noch machbar. Und 22 geteilt durch 2 ist natürlich wieder die Hälfte, Leute. Und das sind 11. Das ist auch kein Ding, Leute. Das ist auch kein Ding. Und hier kommt schon eine durch 3 Rechnung. Aber ich sehe schon von der Ferne, Leute, das sind natürlich 33. Spaß, Leute. Das sind 12. Und, ja, so. Oh, Leute, bewegende Laser. Oh, oh. Oh oh, oh oh, easy dodgen, Leute, der Dodge King ist am Start, easy und, oh Gott, das sind 25, Leute, das sind 25, kein Ding, Leute, kein Ding, ich habe zwar jetzt gerade einfach nur geraten, aber ich wusste das, also man kann ja bei manchen Rechnungen, also bei den meisten Rechnungen, die halt, ich sag mal, recht einfach sind, kann man sich das ja auch schon denken, wie zum Beispiel jetzt hier, Leute, einfach 50 mal 4 rechnen und man hat 200 und das heißt, die Rechnung, beziehungsweise die Antwort ist 50, ja. Die Hälfte von 90 sind 45. Oh, Leute, hier die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Leute, das ist jetzt tatsächlich eine Sache. Das sind 15. Aber hier könnte man auch easy auf 25 schätzen, Leute. Ich hätte es fast auf 25 geschätzt. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, Leute, dann weiß man, dass das 15 sind. Achso, das ist eine Wand, okay. Dann springen wir um die Wand herum. Easy, Leute, easy. Und das hier sind. Das sind die Hälfte, Leute. Das sind 28. Und yo, Challenge Yourself steht da. Das machen wir. Das machen wir und das schaffen wir, Leute. Boom, ab hier drauf und Checkpoint, beziehungsweise kein Checkpoint, aber ein Zwischenstopp, Leute. Ein kleiner Zwischenstopp. Und hier laufen wir wieder nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und, okay, okay, nach unten und, hier drauf springen und jetzt einmal hier chillen. Nein, nein, oh mein Gott, Leute, wir haben es aber gut gemacht, wir haben es gut gemacht. Okay, 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 Leute, jetzt schaffen wir es. Easy, Leute. Und 560 geteilt durch 78? Ja, Leute, perfekt. Ich hatte gerade einfach nur eine Sekunde Zeit zu rechnen, aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, Leute. Ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Und den Obby schalten wir auch easy frei, Leute. Das machen wir. Und das müsste auch der letzte sein. Und zwar 240 geteilt durch 6 sind 40. Und damit sind wir am Ende, Leute. Und damit gehen wir in den ultimativen Mathe-Obby rein. Leute, oh mein Gott, let's go. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Und, bitte was? Bitte was? Oh, oh, Leute. Oh, nein. Jetzt könnte es wirklich noch knifflig werden. Aber Leute, ihr kennt ja alle Punkt vor Strich, beziehungsweise das hier soll ja ein Punkt sein, Leute. Das heißt, das hier sind 0, Leute. Das Ergebnis ist 0. Okay, Leute. Ja, easy. Und oh Gott, Leute, der Obby ist einfach jetzt hier mit Lava. Oh, oh. Aber das müsst ihr noch irgendwie hinkriegen, Leute. Okay. 12 geteilt durch 4 sind 3. Okay. Und dann das Ganze mal 6. Also 3 mal 6 sind 18. Okay, Leute. Das haben wir auch hingekriegt, Leute. Das haben wir auch hingekriegt. Aber jetzt brauche ich ein bisschen mehr Überlegzeit. Das braucht auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Überlegzeit als die anderen.
Aber auf jeden Fall auch, müsste nicht lange dauern. Okay, 4 mal 9. Jedenfalls ist die ganze Zeit Punkt vor Strich. 4 mal 9 sind 36, minus 5 sind 31. Let's go. Und Leute, bis jetzt haben wir alles richtig. Und yo, hier haben wir einfach ein Maze, Leute. Hier haben wir ein Labyrinth. Hier haben wir... Oh, das ist falsch. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Dann gehen wir hier entlang, Leute. Dann gehen wir hier entlang. Und das ist doch hier der Aus... Nein, der Ausgang. Hallo, Ausgang. Wo bist du? Da ist er, Leute. Okay, 8 geteilt durch 2 plus 18. Das ist easy. Das sind 22. Und yo, was ist das denn hier? Ach so, oh nein, oh nein, oh nein. Hallo? Was ist jetzt passiert? Irgendwie bin ich, wurde ich hier irgendwie zurückteleportiert. Okay. Also wenn man, sag mir nicht, dass wenn man hier stirbt, man raus ist. Dann nutze ich hier doch einfach den guten alten Shift-Lock-Trick. Den kennt man noch, Leute, den kennt man noch. Hier geht's lang. Und Leute, hier geht's nicht lang, hier geht's, hier geht's lang, Leute, perfekt. Und 7 mal 7 ist 200, minus 7 müsste, 42 sein, perfekt, Leute. 11 minus 9 plus 23, ja, Leute, also das können ja nur 25 sein, da gibt's ja die anderen Lösungen, waren ja komplett dumm, da muss ich nicht mal rechnen, Leute, da muss man einfach nur logisch denken. Und hier haben wir 45 geteilt durch 9, das sind 5 mal 3 sind 15, nice, Leute, und... Oh, was ist das? Okay, ja gut, das ist jetzt ja nicht so schwer. Und 5 mal 7 sind, ja, aha, plus 13, das müssten ja eigentlich dann, das müssten 48 sein, Leute. Ja, let's go! Und hier, das schaffen wir auch easy, 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 easy. So, 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 so und oh, okay, okay. Und Leute, die nächste Rechnung ist 55 geteilt durch 11, oh, plus, mal 27, was? 55 geteilt durch 11 sind 5, das wissen wir, aber mal 27, 135, doch, ja, Leute, das macht Sinn. Okay, okay, ganz knapper Hase, Leute, ganz knapper Hase. Und was ist das nächste, Leute, was ist das nächste? Ich hab das durchschaut, Leute. Weil am Ende steht hier mal 0. Das heißt, es ist 0, dann plus 1, Leute. Es ist 1. Und somit haben wir den Mathe-Obby bestanden. Falls dir das Ganze gefallen hat, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu lassen. Bitte so gerne Starcode oder willst du den Robux oder Robux bringen? Kostet, schaut doch gerne in die Videos. Kommt rein, mein Real-Merch, meinen Roblox-Merch oder den Link zu Discord-Server. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute. We'll be right back.